Relax and Gaming und willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac. Ja. Wir sind immer noch im vorproduzierten Raum, das heißt, ich werde jetzt in dieser Folge auf nichts eingehen, das jetzt in letzter Zeit mit unserem Kanal passiert ist, denn vielleicht ist irgendwas passiert, vielleicht ist auch nichts passiert. Aber ich habe jetzt heute, wir haben jetzt den 15. Abonnenten zugekriegt heute. Also am Tag des Vorproduzierens, da will ich Hallo sagen, 15. Abonnent. Vielleicht bist du wegen Isaac hier, weil wir laden das jetzt wieder öfter hoch. Oder wegen Call of Duty, wenn du das guckst, fühl dich gegrüßt. Und ja, es wird Änderungen geben auf den Kanal. Ich weiß, wenn ihr das hört, denkt ihr euch schon wieder, was für ein komischer Kacke hat der jetzt schon wieder am Laufen. Ja, ich habe diese Kacke am Laufen, die mich dann tackeln will. Nein. Ich hatte die Idee, dass ich ab jetzt Streaks mache, Isaac Streaks. Ja, ich bin zu schlecht für Isaac Streaks, aber wir machen das jetzt so, dass ich quasi meine Wir machen das so, dass ich quasi jetzt versuche Streaks zu erspielen. Das heißt, versuche jeden Run zu gewinnen und ich try hard jetzt auch ein bisschen mehr. Nimm. So. Oh, hier ist kein blauer Stein. Beziehungsweise ich versuche jetzt halt Street zu erspielen. Ich denke, das wird ganz gut. Die Spinne hat den Champion nämlich reingedrückt. Ne? Das ist, ey, wenn ich so irgendwann mal sterbe. Ja, ich versuche mir jetzt Streets zu erspielen auf dem Kanal. Auf dem Kanal, auf der in der Serie mit Isaac. Und, boah, das ist ein starkes Item. Das ist quasi ein Boss-One-Hit. Ja. Und das wird es sein. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Beziehungsweise, ob wir eine hohe Streak schaffen. Mein Ziel ist es, 10 Wins. Eine 10er Win-Streak. Das ist mein Ziel. Das höchste, was ich hier hatte, war auch mal, ich glaube, 7. Aber 10 Win-Streaks, das wäre schon krass, ey. Das würde mich schon freuen. Weil das ist halt nochmal ein anderes Level von krass, meiner Meinung nach. Weil 10er Streak für mich ist schon eine ganz schön gute Sache. Also, ich hatte schon 5er, 6er, 7er, ja klar, aber 10 noch nie. Und ja. Ja, das meinte ich mit. Das ist ein Boss-One-Hit. Essentiell. So. Nur maximal blöd zu steuern. Wir können hier nichts mehr machen. Ich könnte noch ein Herz opfern gehen, aber das mache ich nicht. So. Ja. Nächste Ebene. Keine Seelenherzen dürfen in Kaiba getroffen werden für unser Devil Deal, der essentiell ist. Okay. Ah. Wir haben hier auch keinen blauen Stein, aber dafür haben wir Lost. Lust. Der einfachste von den Reitern. Und das ist auch der einzige, dem ich gerne begegne. Weil ich kein Problem mit dem. Da hätte ich fast beim Juken verkackt. Was wird der nächste Itemraum für uns bereithalten? Und Scorpio, Poisentier, ist das ganz okay. Also ich meine, für den Anfang wird das bestimmt ein gutes Damage-Up sein, aber ist jetzt nicht das krasseste Item meiner Meinung nach. Ist kein blauer Stein. Das da unten ist auch keine Bibliothek, deswegen. Da, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht geplant war. Das war einfach nur unlucky. Dann werde ich jetzt, weil ich weiß, den Boss schaffe ich ohne Probleme. Dann gehe ich jetzt auch in den Cursed-Raum. Ich hätte da damit durch Damage boosten können. Das war eigentlich kein guter Move, egal. Ha. Egal, gehen wir da rein. Karte für 3 Cent, Death. Das, oh, hätte ich die Karte vorher gekauft, gekriegt. Ist das bitter. Naja, aber... Ja... Holy moly! Hatte ich Angst. Nächste Ebene werden wir auf jeden Fall dann den Boss, den Level hier bekommen. Hallo, Körper. Ja. Boah, macht der Damage! Das Item ist so lächerlich. Komm, nehmen wir mal. Hier ist Tears. Okay, kein Damage. Perfekt. Und noch ein Herzcontainer dazu. Ey, das ist nicht schlecht.
Ich lade hier meine Schere auf, falls wir die schnell einsetzen müssen, falls wir in der nächsten Ebene wieder direkt auf einen Boss treffen. Irgendein Miniboss, der uns zerstören würde. Ja, deswegen, ja. Sieht gut aus, wir haben einen Boss-One-Hitter. Der ist auch super stark gegen Mams Hard. Also die Schere werde ich wahrscheinlich behalten. Da muss schon echt gutes Item kommen. Ich weiß, 6 Räume Aufladung ist ein bisschen belastend, aber YOLO. Ja, Streaks, wie komme ich auf Streaks? Was, wieso macht der Isaac Streaks? Ich frage es jetzt bestimmt ein paar von euch. Oh. Ganz einfach, der YouTuber, von dem ich irgendwie meine Strategie, da muss ich mich kurz konzentrieren, von dem ich quasi meine Strategie geklaut habe, also beziehungsweise der, von dem ich super viel gelernt habe in Isaac, Strategie geklaut klingt so negativ, von dem ich so viel gelernt habe in Isaac, sind Victor, ich weiß, ich versuche, wenn ich dran denke, verlinke ich ihn euch, ja, das Item ist useless, der macht Eden Streaks. Ja, ich mache Isaac Streaks, weil Eden damit. Weil Eden wäre mir ein bisschen zu. Ich weiß nicht. Da müsste ich mir jetzt mal Eden Tokens erspielen. Ich bin auch nicht so gut wie der, dass ich konstant eine lange Streak halten kann. Der ist schon bei 860. Zucker. Und Jungs, Isaac 860. Streak. Was ist los mit dem Typen? Er ist halt einfach heftig. Da will ich auch mal hinkommen. Wäre ich, glaube ich, der beste deutsche Isaac-Spieler. Ja. Und deswegen fange ich jetzt auch mit Streaks an, denn ich kann mir das als. Wow. Ich kann mir das als interessantes Format auf unserem Kanal vorstellen. Die Sache ist, dass die Streaks beziehen nur meine Episoden ein. Heißt, ne? Alles, was Tim zusammenspielt, ist, geht auf Tims Konto. Wenn er jetzt irgendwie drauf geht, was. Ne? Er ist dann noch ein Anfänger. Das ist jetzt kein Loss für die Streak, denke ich mal. Aber so intelligent seid ihr alle. Ich habe eh nicht genug Schlüssel. Ja. Und dann gibt es hier bald Streaks. Und dann dürft ihr mit mir... Dann dürft ihr darauf hoffen, dass ich nicht verkacke. Vielleicht werde ich auch irgendwann so gut, weil ich so oft Isaac spiele, dass ich auch mal eine größere haben kann. Aber wie gesagt, 10 ist jetzt erstmal das Ziel. Ich habe keinen Full Charge, ne? Sonst würde ich jetzt hier. Würde ich jetzt hier den Dingsbus machen, den Scherenmann. Also Edward. Ja. Streak! Also, ich habe echt Bock drauf. Wirklich mal. Safe zu spielen. Und nicht einfach nur so ohne Ziel, denn. Ja, massakriere sie! Oh, macht der Damage! Komm, gib ihm! Ey, dieses Ding ist so cool. So, Latch Key und ein Campus Fight habe ich gehört. Das nehmen wir einmal für Guppy. Und Brother Bobby, weil es einfach DPS ist und Headless. Ja, ja. Also, Sid Victor hätte jetzt weder Brother Bobby noch das Headless Baby mitgenommen, aber ich sehe das ein bisschen anders. Denn ich finde, Begleiter sind ganz gut für DPS. Allerdings habe ich auch keine so hohe Streak. Oh. Bisschen weg da. Allerdings glaube ich, dass das mein DPS bedeutet, also Damage per Second, bedeutet erhöhen könnte, wenn ich jetzt halt hier, ne? Versuche zu. Mit dem Headless Baby hier zu spielen und mit dem Brother Bobby. Denn, ganz ehrlich, die machen zwar wenig Damage, aber Damage ist Damage. Also, verstehe mich nicht falsch. Ja, deswegen habe ich die beiden auch mitgenommen. Guppy Set für die Guppy-Transformation. Ja. So kompliziert ist das alles noch gar nicht. Und... Penny Tears. Der Shop ist gerade sehr viel wertvoller für uns geworden. Hm. Unnötiger Treffer. Wir haben eigentlich ganz guten Schaden. Ja, aber wir können aber 8 Treffer aushalten, essentiell. Das gefällt mir eigentlich nicht. Weil 8 Treffer ist alles andere als viel. Also seht ihr so, wenn die so auf dieser Blutspur sind, ne? Das ist für die, glaube ich, maximal belastend. Und wir schießen auch einfach grüne Taler, ey. Die sind mal bestimmt nicht fälscht. Lel. Falschgeld. Hatten wir schon mal Falschgeld? Ich schon mal. Ich hatte schon mal einen falschen Euro. Glaubt es oder glaubt es nicht. Der hatte einen falschen Rand. Also der war ein richtig dicker Rand. So.
Oder hast du einfach nur What the fuck? Ich meine, come on. Warum fälschst du einen Euro? Ich hatte auch mal einen falschen 50er. Also, jetzt mal no Sprichwort hier. Das war belastend. Weil die hat ihn mir einfach wiedergegeben. Weil hier meine Maschine akzeptiert die nicht. Das war bei Penny. Und dann stand ich da. Wie ein Typ. Oh, das ist auch so ein gutes Buch. Aber naja, hey. Ja, dann stand ich da wie der Typ, der mit Falschgeld versucht zu zahlen. Das war echt peinlich. Ja. Und. Und ja. Falschgeld ist zum Kotzen. Also, warum? Aber ich komme bis heute nicht auf den falschen Euro klar. Der war halt so offensichtlich fake. Aber wenn jemand dir so einen Sack Münzen in die Hand gibt, quasi. Hinterfragst du, ob das die richtige Münzen sind? Nein, warum solltest du? Aber ja, da bist du gut hingelaufen, Alter. Aber wieso sollte man einen Euro fälschen? Das ist noch armseliger. Ich meine, oh, ich glaube, das ist Double Charge. Das kann echt stark sein für das Ding. Da ist ein blauer Stein. Das freut mich sehr. Oh, hab ich. So, der nächste Boss ist Geschichte. Oh, du hast keine schöne Zeit, Bruder. Ja, das geht schnell. Nächster Devil Deal. Speed und Rage up. Ich schwöre bei Gott. Sein scheiß Brimstone ist einer der am schwierigsten auszuweichenden, vor allem wenn er seine Tränen vorher so schießt. Weil ich weich immer zwischen dem 2er-3er-Shot so mittig. Oh. Bin ich zweimal reingelaufen? Ich bin zweimal reingelaufen. Oh, er ist tot. Justice ist ganz gut. Boah, ich glaube, wir sind schon fast zu schnell, Alter, mal für meinen Geschmack. Das ist echt nicht gut, was jetzt hier abgegangen ist. Egal. Müssen wir mitleben. Shit. Allerdings wissen wir jetzt, die Rest des Runs können wir uns auf die Devil Deals vertrauen und da wird kein Krampus kommen. Immer Angst, dass sich die Skelette verwandeln und mit schnellen Knochen ins Gesicht hauen. Oh, du mieser Penner. So, schnellen Knochen ins Gesicht hauen, jawohl. Apropos schneller Knochen. Wir haben ziemlich hohen Movement-Speed und das gefällt mir nicht. Die Sache ist, wenn man genug Raum zu manövrieren hat, können die einen ja eigentlich gar nicht so viel. Und ja, deswegen würde ich schon fast sagen, sind die Skelette eigentlich gar nicht mal so gefährlich. Ich suche hier gerade nach Steinen, denn blaue Steine wären gut. Ich frage mich, wann wir endlich mal den Small Rock frei. Ich sagte, als er wieder blauen Steine da war, weil wir oh, das Leben, wann wir endlich mal Small Rock freischalten. Ist es ab 100? Leben ist mir wichtiger als dieser eine verdammte Full Charge, der da hinten sowieso liegt. Mann. Ich kann die. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme bei denen jedes Mal Schaden. Ich hoffe, das Spiel kann sich sowas nicht merken. Bei welchen Bossen man Schaden nimmt. Denn sonst bin ich echt im Eimer. Bei welchen Bossen, bei welchen Gegnern man oft Schaden nimmt. Weil die Extendo-Leg-Leute, die sind echt schlimm. Also da nehme ich so gerne Schaden. Allerdings sind wir wieder aus der brenzlichen Situation quasi raus. Wir haben jetzt wieder ordentlich was an Leben. Die Dinger hasse ich auch. Ich hab nie einen. Ich weiß nicht, in welche Muster die schießen. Und die müssen doch in irgendein Muster schießen. Na egal. Aber ich weiß nicht. Wir haben. Tim und ich haben heute wieder so ein bisschen über Formate geredet.
Und wir sind ja, wir machen ja eigentlich auch Listen, weil Listen ganz gute Sachen sind. Einfach, Listen ist ein gutes Format. Also, jetzt mal no joke. Wenn ihr eine Liste habt, könnt ihr die einfach, also das, ich weiß nicht. Top-Listen sind einfach gute Formate. Weil da hat man quasi ein System, ein sehr geeignetes, geordnetes System, womit man über Sachen reden kann. Und TNT. Und ja, heute haben wir darüber geredet, dass Tim seine Top 3 oder 5 Hassgegner oder Hassbosse macht. Es wird wahrscheinlich erst Hassgegner rauskommen. Und zu der Zeit, wo die Episode hier hochkommt, ist, ob das dann schon hochgegangen ist? Ich weiß nicht, aber wenn ja, frage ich mich echt, was es ist. Also welche Gegner das sind. Aber da soll ich nicht drüber reden, falls ihr nämlich ständig hochgekommen ist, spoiler ich das gerade und das ist belastend. Deswegen mach ich mal den Brick Brain Move und halt meine Klappe über das Thema. What the fuck ist denn mit dem Raum? Du warst noch am Leben? Ja, okay, dann warst du noch am Leben. Boah, das nächste Batterie-Item. Komm, drop mir einen Cent. Ehre, nicht. Das ist quasi ein No-Brainer. Ja, ich würde sagen, da sprengen wir uns ordentlich was aus dem Automaten hier. Denn das ist gut. Das ist gut mit dem Item. Also quasi ist unser Spacebar-Item ist gerade schon der Hard-Carry in dem Run. Also der Hard-Carry, der Franchise. Der hilft uns schon, das hilft uns schon immens, weil ey, das ist quasi ein Get Me Off Jail for Free Card, ne? So viel Damage. Macht dieses Ding. Schaut es euch an! Die Cage versucht zu outrun. So. Wirecoat Hanger, sehr, sehr gutes Item. Tears up. Ey, wir sind bald. Also, der erste Run von der Streak wird schon mal gut. Der wird gut, Jungs. Ja. Ich hasse die. Wie soll ich was? Was mache ich gegen die? Schieße ich gegen ihre Köpfe, wenn die losschießen, aber wenn das mehrere sind, ist das maximal schwierig. Und heute haben wir auch heute haben wir einiges aufgenommen. Also, heute haben wir auch... Schaut es euch an, was ist das für ein dummer Raum? Heute haben wir auch Dingsbus aufgenommen. Unseren, in Klammern, Waffenversus nenne ich es jetzt mal. Weil es quasi das ist. Tim und ich nehmen uns eine Art von Waffe und da gucken wir, wer damit mehr Kills macht in der Runde. Und ja, das haben wir heute aufgenommen. Oh ja, er ist übercharged. Perfekt. Und das haben wir heute aufgenommen. Und das war angenehm. Denn nicht von so einem blöden Treffer treffen lassen. Das war krass angenehm, denn es hat einfach Spaß gemacht, so ein bisschen Multiplayer zu spielen, so ein bisschen weiter weg von Warzone. Das tut einfach mal gut. Denn Warzone ist gerade ein bisschen sehr sweaty. Sache, ich spiele halt zu schnell solche Räume. Ich weiß nicht, wie man Pillen ablegt in dem Spiel. So. Also ungelogen, ne? Jetzt mal ohne mich hier. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber. Meine Curved Shots sind schon nicht von schlechten Eltern. Das müsst ihr mir lassen. Ja. Dafür ist es mein Dodging. Sehr gerne. Ein Zweierraum. Bitte sei kein Würfelraum. Was würfelt die 1? Die Road mich, glaube ich. Warte, ich guck's mal nach. Wo ist mein scheiß Handy jetzt, Alter? Jetzt mitten in der Aufnahme sehr stark. So, weil ich komm schon, ich kann jetzt nicht einfach darauf gehen. Das ist eine Streak hier. Jetzt habe ich. Mann! The Binding of Isaac, Afterbirth, Würfelräume. So. Ja. Ein einarmiger Debüt-Fischspieler in Brookbank. Hä, was ist das für eine dumme Kacke, Alter? Ich will wissen, was die Würfelräume machen. So.
Alles klar, tschüss, das reward meine Items. Die Sache ist, ich weiß sowas eigentlich, weil ich voll auf solche Runs gucke. Aber, ne, der hat halt so eine große Streak und ein auf, der erklärt jedes Mal, was welcher Raum macht, ne. Und eins reward meine Streaks. Also ich rede von dem Victor, ich gucke ja fast täglich seine Win-Streak. Da wünsche ich euch auch zu ermutigen, das zu machen, weil das ist super interessant. Also für mich zumindest. Ja, wow. Wow, Spiel. Flashlight ist cool. Flashlight ist cool. Das verlangsamt auch die Gegner, auf das ich erscheine. Es ist quasi das Ding von Dead by Daylight. Aber ja, da bin ich jetzt nicht gerade. Einfach dope. Also wenn ich es, wenn ich genug Geld kriege, okay, aber dafür springe ich jetzt nichts mehr aus dem Automaten. Die Sache ist mir halt so schnell, dass mich die paar Dings bei uns nicht mehr jocken. Die paar Spinnennetze. Was passiert, wenn ich das Item zweimal einsetze? Frage ich mich jetzt. Spawn ich dann zwei? Oh mein Gott, sie sitzen tot, Alter. Es ist aber die Spawner, Mann. Es ist die schlechteste dafür. Mein Gott. Alles klar. Ey, hätte ich mir mal einen für Boss Rush aufgehoben. Ich Vollpfosten, Alter. Black Powder und Shovel. Kriege ich Charges im Boss Rush? Oh, was? Das sind Schmutz-Items. Ja, das macht mich nicht allzu traurig. Boah, wenn er jetzt Godhead oder so. Nee, Godhead habe ich nicht frei. Wenn er jetzt. Boah, wie hieß es nochmal? Oh. Wieso sind die Dinger so tanky? Wenn er jetzt hier. Haha, Vollidioten. Was machst du? Kannst du bitte die Dinger... Ja, ich liebe diese Dinger. Was ist das? Puberty ist jetzt nicht schlimm. Was bist du? Das ist das. Das hebe ich mir auf, falls ich mich irgendwo raus teleportieren muss. Hier ist der Poison-Effekt tatsächlich ganz gut. Weil ich hab. Ich heb keine Pillen auf. Den spielen wir. Vielleicht kriege ich noch ein HP ab. Denn wir haben ja noch nicht das Polaroid. Deswegen kann ich auch rote Herzen gebrauchen. Oder der Kompass. Der Kompass wäre auch nicht schlecht. Ich meine, du droppst die gut Sachen, aber ich will das Item von dir. Sehr stark. Also, die Boom-Ebene ist meiner Meinung nach immer die schlimmste. Ich will hier nicht... Es ist so dumm, bei den Dingern Damage zu nehmen. Das ist halt wirklich komplett unnötig. Mama Gördi! Oh mein Gott. Ah, ich fliege ja wegen dem Item. Ah ja, stimmt. Mama Gördi ist nur gefährlich, wenn ihr nicht fliegen könnt. Aber naja, das hat sich erledigt. Squeezy ist gut. Das ist noch mehr DPS. Oh, ich glaube, wir sind fast am Maximum. Haben wir irgendwo einen Full Charge? Oh, ich bin Idiot. Oh, wisst ihr was? Ich wusste, dass es das baut. Das war Taktik. Frag mich nicht, woher die
Woher kommen diese Seelenherzen hier? Egal. Ich glaube, das Spiel hat einfach welche reingespawnt, weil es dachte sich so, Mama. Oh. Mama Gurney ist halt echt nicht fair. Ach, Geld kann uns jetzt auch mal. So, jetzt müssen wir doch die Herde platt machen. Und Mama. Also ich hoffe natürlich. Also, nee, Lifts ist es ja jetzt. Ich habe ein bisschen was gespielt. Also ich hoffe, dass ich einen doppelten Charge kriege, einfach damit der Kampf sauberer läuft. Und wir sie halt in Sekundenschnelle wegrasern. Da werde ich nicht reingehen. Ey, der Run, es geht hier echt schnell, ne? 23 Minuten. Run ist gleich auf. Oh, ich glaube, wir können auch so. Die Sache ist. Noch müssen wir ja nicht komplett hoch. Also Chest und Isaac. Da muss ich ja noch Sachen für machen. Und das ist. Das vereinfacht mir die Windstreak quasi so ein bisschen. Wenn ich ehrlich bin. Also so, das Entwickler muss ja viel länger laufen. Ja, essentiell ist es so. Viel länger, viel mehr Ebenen machen. Deswegen ist es für den schwerer. Aber wer hat. Es ist halt beide Streak. Und beide Streak findet nicht im Endgame statt. Dafür hat er coolere Items. Ich schwör bei Gott, ne? Wer sich diesen Raum ausgedacht hat, der verdient eine Respektschelle. Nicht, weil er Respekt verdient hat. Oh, oh, oh. Steven! Vielen lieben Dank! Oh mein Gott, in dem Raum ist halt Last schon minimal. Ne? Also sagen wir mal so, ich wäre nicht gerne in einem engen Raum mit einem Perversen. So, wir haben jetzt alles geklickt. Oh. Der kann nur einmal chargen. Dafür ist es schneller, okay. Okay, gut. Wir haben jetzt alles geklärt, außer den, da, wo wir hin mussten. Sehr stark. Und geht's weiter mit der Tradition. Das Problem ist mit den Dingern, die chargen so schnell. Und wenn davon 6 Stück in einem Raum sind, dann ist es einfach unangenehm. Den Raum mache ich, denn ich habe keine Lust, zweimal zu versuchen, den Raum zu machen. Also, eigentlich würde ich mich durchsprengen durch so eine Kokolores, ey. Aber mache ich jetzt mal nicht. Wisst ihr was? Ich ändere meine Meinung. Hier sind 10.000 von den Dingern drin. Oh, das sieht aber auch gut aus, dass hier der Boss ist. Oh, das ist ein One-Run. Also ein One-Run. Easy peasy. Oh, wir müssen weiter. Guppys Collar. Werden wir noch zu Guppy in diesem Run? Das wäre ja mal. Das wäre ja mal heftig. Hey. Leute, wir müssen ja auch jetzt zu Isaac. Und wie viel Leben haben wir über? Haben wir noch Seelenherzen über? Uiuiuiuiui. Heilige. Das sind so Räume. Boah, Leute. Einfach nur. Die Sache ist, wir haben halt essentiell das, was es braucht, um Isaac wegzuklatschen. Da muss nur ein Geist blöd spawnen. Da muss nur ein Geist blöd spawnen, ich bin tot. Und ich kenne das Spiel, das macht sowas. Das juckt, das Spiel juckt es gar nicht. Okay, bitte, 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 bitte. Schade, okay. Das war die erste Folge von den Isaac Streaks. Ah, wir wurden von dem Ding weggeklatscht. Okay. Die Isaac Streak ist jetzt offiziell bei 0. Also dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen.
Relax and Gaming. Bis zum nächsten Mal.